figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Und damit ein herzliches Willkommen zum Sneak Peek zu Medium. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier ein bisschen entwickelt. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Die Frau sieht auch gut gemacht aus, muss ich sagen. Oktober, Tag des Schutzengels, Begräbnis um 10 Uhr, Ultraschall, unsere liebe Frau vom Rosenkranz, Biopsie, Paket an Marianne, ey, scheiß hat den vollen Kalender. Termin beim Neurologen, Begräbnis um 12.30 Uhr, Ultraschall, Termin beim Neurochirurgen, okay. Begräbnis um 9 Uhr, Begräbnis um 11 Uhr, Marianne vom, hey Scheiße, hat die viele, ist die Leichenbestatterin? November, aller Heiligen, aller Seelen, Operation.
Kann ich nicht blättern? Ich glaube nicht. Okay. Kann ich schneller gehen? Ich habe keine Ahnung. Bis jetzt kann ich gar nichts machen. Ey, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht nur dieser kleine Raum sein hier. Ich weiß noch nicht, ob ich das Let's Play durchziehe. Shit. Beziehungsweise, ob ich. Nice to see you too. Ob ich aus dem Sneak Peek ein Let's Play mache. Ist das die Haustüre oder was? Jack's room. It's like he never. Ah. Scheinbar ist hier auch jemand gestorben. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Wer hier solche Dialoge überskippt, also der muss sich dann nicht wundern, warum ein Game nicht so geil ist. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Okay, ist wohl. Pissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Ist wohl eher für Leute, die das Spiel speedrun wollen, ne? Jack was part of the solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Okay. Da unten ist noch was. So, dann. Let's go. Come on, Jack. Where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Aha. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Nicht ganz, wir haben die Wohnung nicht erkundet. Oh, ja gut, dann mache ich zuerst mal Futter. Looks nourishing. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Nice. Sagte doch, dafür gibt's doch sicher noch ein Achievement oder so. Das ist noch die Lichtkammer. It's all still here. Oh, Jack. Die Dunkelkammer. Huh. I guess I forgot about this one. I can do it now. Ich habe doch keine Ahnung, wie man das macht. Ich kann doch kein Deutsch. Ey, ich kann doch keine Fotos entwickelt. Foto für 5 Sekunden belichten.
Für 3 Sekunden in Multigrade tauchen. Und was ist Multigrade? Das ist eben nicht mal angeschrieben, ey. Im Stoppbar tauchen und Fixiermittel tauchen. So, und jetzt müsste ich wissen, wie genau das sein soll, weil ich, wenn ich es einmal hier reinballer, dann ist eh vorbei. Dann ist das ganze Geschichte. Ich guck mich da mal um. Okay, dann müssen wir das Zeug hier reinlegen. 1, 2, 3. Dann hier 3 Sekunden. 1, 2, 3. Und dann nochmal. 1, 2, 3. Was the last photo I took of you, Jack? Shit. Das war also dein Bruder oder so. Interessant. Dafür gibt es kein Achievement. Interessant. Okay. Interesting. Und wieder mal ein Game, wo man sich selbst im Spiegel nicht sieht. Jetzt gehe ich mal noch da hinten lang. Aha. Weird to be back in my old room. So many memories. Ah, jetzt plötzlich sehe ich mich im Spiegel. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? Kind of. Such a dork. Alter, 3 Jahre, Geschlecht, weiblich, Verbrennungszeiten Grades, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedecken. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Pflege und Stabilisierung, erste Wundabdeckung, Atmungsunterstützung eingeleitet, Verabreichung von Trinklösung eingeleitet, Schmerzlinderung eingeleitet, der Patientin wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht, bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Und das mit 3 Jahren. Autsch. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Sehr geehrter Mr. Orken, wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Marianne Art war, ihre Mitschüler zu trösten, aber ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten gelinde gesagt unangemessen ist. Da dies nicht das erste Verhaltensproblem ist, über das wir sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. Naja, ein Medium hat zum Teil hellseherische Fähigkeiten, ne? Und das wird halt in der Welt eher
belächelt oder nicht ernst genommen oder als Scherz abgetan und dann als böser Scherz. Kids from the orphanage. Das ist halt, Not all of them have bad na. luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them. To ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Okay. Yeah. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Ich mag sie, sie hat einen Schwalbenschwanz. Ich mag es, wenn. Also, ich mag Schwalbenschwänze wirklich. Wer denen was macht, uff, Bruder. Weil ich habe die früher immer die Raupen geklaut, ne? Egal, na, bei Rüben oder so und habe die selbst aufgezogen und habe die dann natürlich, als sie sich verpuppten, na, ich kannte das dann auswendig und habe die dann entsprechend dann auch freigelassen. Also, die hatten das beste Leben bei mir. Klar, eingepfercht, ne, konnten sich nicht rumtollen. So in einem Konfitürenglas. Aber ich habe das natürlich schön eingerichtet und so weiter. Und habe die ja nicht gequält oder so. Manche würden das schon als Tierquälerei bezeichnen. Ich muss sagen, hey, ich lasse die frei. Ich bin blöd gesagt nur ein Auswilderer, ne? Also jemand, der solche Tiere von Rübenplantagen runterholt, weil die kann man ja dort je nachdem nicht gebrauchen, ne? Und dann habe ich die einfach, ne, zu mir genommen, habe die dort gefüttert, bis die zu Schmetterlingen wurden und habe die dann freigelassen. Ich habe die ja nicht getötet oder so. Schnecken wiederum, die habe ich getötet mit Salz und so. Wer das auch schon gemacht hat, literally mal in die Kommis damit. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Das aber gut. Und an unter uns, ich selbst sehe auch Auras. Weiß noch, als meine Oma immer gelebt hat, sie hat eher gependelt oder so, aber ich konnte das halt. Konnte halt immer die Aura sehen von ihr und so. Oder von, am Anfang nur von anderen, egal ob Baum oder einfach alles, was lebt so. Und dann am Ende auch von mir. Und ich hab's. Das Aura-Buch extra nicht auswendig gelernt oder was die einzelnen Farben machen, damit es eindrucksvoller ist allgemein. Na, wenn dann der Gemütszustand trifft, denn ihr müsst wissen, die Aura verändert sich stetig, Jack je nach. taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Okay, nee, die Aura ändert sich. Die kann sich in einer Minute komplett umwandeln, nur anhand eurer Stimmung, ne? Und das ist schon extrem. Und ich bin auch mega, also sensibel auf Dinge. Also ich kann zur Hütte reinkommen und ich weiß genau, wie jeder drauf ist. Also das ist richtig unangenehm. Ich hatte auch richtig in der Kindheit damit zu kämpfen, weil ich halt immer diese Störung hatte. Also ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich war von allem abgelenkt, weil ich natürlich auch, also ich bin eher ein Empath auch noch. Man nennt das Ganze auch hochsensibel, unter anderem. Oder geht in die Hochsensibilität rein, dass ich, ja, damit nicht umgehen konnte.
Mittlerweile geht es recht gut, muss ich sagen. Aber es passiert mir immer noch, dass ich irgendwie die Gefühle anderer übernehme. Das heißt, wenn jetzt jemand sauer ist, bin ich dann auch richtig angepisst irgendwie. Na, also wirklich. Nicht so in extremem Sinne, dass ich dann auch sauer werde, aber ich bin einfach angepisst so. Und das passiert bei mir recht gut. Und noch oft. Und dann verlasse ich einfach den Raum und so, wo die Person drin ist. Und selbst wenn es mein Chef ist, dann sage ich, hey, ist okay, wenn ich da mal kurz rausgehe. Du weißt, ich bin hochsensibel, so ich spüre, dass dir gerade nicht so gut geht. Dann so, ja, komm, mach ruhig. Wenn ich mich abgereagiert habe, melde ich mich. Du weißt ja, was zu tun ist, so rum. Das ist ziemlich cool. Bevor wir da reingehen, gucke ich hier noch. Ja. Yeah. Who doesn't? Machen das die wenigsten? Sollte eigentlich easy erreicht worden sein. Solches, so ein Achievement sollte gar nicht nötig sein. Jack's in the prep room. Ah ja, das kenne ich noch von meiner Oma. Der Vorbereitungsraum. Nee, ich mach das noch nicht auf. Ich gehe zuerst mal hier lang. Immer zuerst mal alles durchsuchen. Ich will ja was vom Spiel haben. Und das Spiel nicht beurteilen nach dem, was ich nicht gesehen habe. Ist es der Baum Yggdrasil oder so? Hier. Dann haben wir hier. Bestattungsprotokoll. Name des Verstorbenen Adam Novak. Allgemeine Informationen. Geschlecht. Männlich. Geburtsdatum 2.5.1976. Krakau. Geburtsort. Name der Mutter Hanna. Name des Vaters Stanislaw. Beruf Universitätsstudent. Verheiratet, Todesdatum 9.10.1999. Der war ja gerade mal 33? What the fuck? Nee, 23 war der erst. Nicht mal 22. Nee, doch 23 und wurde nicht mal 24. Ja. Todesursache Autounfall, zusätzliche Dienstleistungen, Einbalsamierung, Blumen. Jack, Mr. Novak brachte heute die Zahlungsbestätigung für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich Robert am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemanden anderen für die Beisetzung finden, Marion. Aber ich muss auch sagen, dass ich so hochsensibel bin, kann in manchen Situationen wirklich auch von Vorteil sein. Ich kann genau auf Leute eingehen. Auch, also ich kann es nicht mit alten Leuten, ne? Aber ich meine, im Allgemeinen kann ich halt einfach auf die Leute zugehen. Und das ist schon extrem nice. Ohne Taschenlampe darunter, interessant.
Kann ich da mal Licht machen? Not sure if I'm ready for this. Für was? Ich muss den ja nur noch präparieren mit dieser Klammer, dann ist alles schon easy. Dann war's das schon. Und hier kann man sonst mit nichts interagieren. Interessant, let's go. Hey, Jack. Your special clip? No. Where's your tie? Snazzy. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. But am I? Can't you people read? The sign says closed. Da will dich jemand besuchen. Gut, bin ich nicht schreckhaft. Oder nicht so schreckhaft. What the hell? Ist schon gruselig gemacht, muss ich schon sagen. You felt it too, huh? And then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Oh, no. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. Marianne? Marianne, are you crying, my child? I... It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no, no.
I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just... Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong with you? Er checkt nicht, dass er tot ist. Why is it so cold? Where is that? I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack. It's going to be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff, then. All right? All right, Jack. Get some rest. I need... Yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Jo, jetzt ist erlöst. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But now I was the only one. Nicht ganz, es gibt genug Mediums. Also, genug. Es gibt verteilt ein paar, aber... So I thought. Ihr seid schon in der Unterzahl. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Sind halt viele Betrüger auf den Straßen unterwegs, ne? In Sachen Medium oder was auch immer. Bis jetzt habe ich auch nur eins getroffen, was wirklich ein Medium war. Die Aura ist von denen auch weiß. Also an dem sieht man es eigentlich recht gut. Weil die sind ausgeglichen und ja. Das ist eigentlich die einzige Aurafarbe, die ich auswendig weiß, weil das einfach, ja, sehr selten Menschen haben.
Da gibt es natürlich auch Mediums, die gar nicht wissen, dass sie eigentlich Mediums sein könnten. Weil die halt nicht wissen, dass sie wirklich rein sind. Aber, jo. Auch sowas gibt's. Was zum Fick? Was ist das? The Medium. Oh yeah. Aber was war das gerade? Erstmal irre laut und dann so ein Scheiß. Du hast Jacks Geist fortgeschickt. Okay. Jetzt geht's instant weiter. And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Natürlich noch ein Waldsetting, das darf nicht fehlen. Zoo-Setting, ne? Alles klar. Ich weiß noch nicht, wie weit ich spiele gerade. Weil für mich würde es schon jetzt reichen, um mein erstes Fazit abzugeben. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Mal gucken, wie weit zurück wir gehen können. Moment. Oha. Sieht zwar ein bisschen künstlich aus, wie sie da drüber läuft, aber... Aha. Einbrechen also. Aber ich guck mich mal um. I guess not. Liebe Grüße aus Neva, du würdest es hier lieben, Schatz. Es gibt eine tolle Kindergartenstätte und einen kostenlosen Malkurs. Hier sind viele Familien und das Hotel ist riesig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wünschte, du wärst hier. Ich vermisse dich, F. Okay. Gibt sie hier noch ein Achievement, finde alle Postkarten. What the? Hello? Thomas? Wer bist du, bitteschön? Front gate was locked up tight.
I needed to find another way in. You want to keep me out, Neva? They're gonna have to do better than that. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Hmm. Wo sind wir jetzt? Ich würde sagen, wir sind hier. Aber gut. Ich meine, können wir jetzt ein bisschen schneller laufen? Haben anscheinend auch keine Ausdauerprobleme. This old thing here. Will ich lieber nicht wissen. Oh, what a mess. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. In Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs 1939 bis 1945 für die Töchter und Söhne des Landes. Hier ruhen die Gefallenen, um uns daran zu erinnern, dass die ganze Erde ihr Grab ist. Okay. Gut, dass ich das gesichtet habe. Es gibt ja Leute, die sich einfach rechts lang gegangen sind, weil sie denken, jo, hier ist nichts. Und halt in die Cutscene reinrennen. Sieht man ja kaum. Ja, Waldsetting.
Moment mal. Okay, hier lang gibt's gar nichts. Werden wir gleich sehen. Warnung, aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Something happened here. Uff, pass auf, ey. Split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Oh Gott, dass ich das doppelt machen muss. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? Was macht man mit dieser Energie? Ich bekomme ja keine Tipps dafür. Figured I could use it. Energy's energy, right? Dead. Like everything else in this place. Oh, so that worked. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Das Problem ist, ich glaube, richtige Mediums können gar nicht auf solche Energie zurückgreifen. Das hier ist wieder reine Fiktion. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. Ja, ich weiß nicht, was ich von dieser Sache halten soll.
dass man in zwei Welten denken muss. Manchen wird's gefallen, mir weniger. Oh. What happened to you? Jäger oder so. Mehr als normal ansehen geht leider nicht. No touching. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt den richtigen Weg nehme oder nicht. Oh Gott, und was ist das für eine Kamerafahrt? Ah, also gut, das ist schon mal falsch. Zumindest habe ich so das Gefühl. Also beispielsweise, weil es der richtige Weg ist. Für mich jetzt. Hat sich so angefühlt. Yes. What the hell? Tja, dumm bin ich nicht. Ich gehe immer der Sache nach. Ja, vor allen Dingen diese Ansicht, ne? Das ist ganz komische Sache. Eine ganz, ganz komische Sache. Aber ich denke, nach dem Teil hier werde ich definitiv mal pausieren. Wenn ich das Spiel noch let's playen soll, sagt Bescheid. Wenn sich genügend melden, werde ich da vielleicht mal eine Ausnahme machen. Oh, und jetzt bin ich direkt in der Welt. Oder nicht? What the hell are you? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Ja, ich untersuche mal alles, sorry. Tut mir sorry. Weil so spielst du so ein Spiel halt. Und leider kann man nicht schneller rennen. Aber dafür geht einem auch die Ausdauer nicht flöten. Was ich sehr appreciate, ehrlich gesagt. Stellt euch vor, alle 2-3 Minuten müsste man irgendwie wieder auf dieses Gehen zurückgreifen. Das wäre dezent scheiße. Ja, gut, das sieht schon richtig runtergekommen aus, das Ganze. Und ja, ich rede mal dezent viel für meine Verhältnisse. Normalerweise schweige ich ja, weil ich gar nicht dazu komme, ne? Zum Beispiel bei God of War Ragnarök. Wann wollte ich da jemals was selbst
labern. Dass ja immer Kratos oder Mimir oder Freya oder weiß der Geier wer dazwischen gequatscht. I sense something. Okay. Oh, wahrscheinlich hätte ich da bei den anderen auch was so sehen können. Uff, ich bin so ein Hohlbratze. Ja gut, aber mit der Technik bin ich halt nicht so verwandt. Aber ich kann halt auch nichts machen gerade. Damit. Richtig schade, ich hätte ganz gerne noch geguckt, was man dort machen könnte. Hast das Hotel erreicht. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Ah ja. Missing. Maybe I could replace. Huh? Die wollen nicht, dass ich da oben hingehe, oder? Obviously, there's gotta be another way. Werden wir sehen, ob wir hier noch anders reinkommen können. Ah. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Das Problem ist, was willst du dorthin ziehen? Fängt schon wieder an. Hä?
Die Arme tut mir dezent leid, ey. Wenn du so, also mit so Kräften ausgestattet bist, richtig traurig. Denn die hat sicher nie ein normales Leben geführt. Und dann ist immer noch die Frage, wo müssen wir was holen, um natürlich darüber zu kommen. Schon wieder was? Niva Resort, Einweihung Sommer 1969. Der erste Sekretär der polnischen Vereinigten Arbeitspartei, Genoss Wladyslaw Gomulka, ehrte Krakau und nahm an einer offiziellen Einweihung des Niva Resort, dem neuen sozialistischen Freizeit- und Erholungszentrum, teil. Die Arbeitsklasse Kleinpolens hat endlich einen Ort, an dem sie die Zeit mit ihren Familien im Schloss der Natur verbringen kann. Das Hauptgebäude und der Unterkunftsbereich sind komfortabel und doch so einfach wie die sozialistische Idee und Philosophie. Besonderer Dank gilt dem Architekten, dem zukünftigen Manager und engagierten Parteimitglied Mr. Rekowitz. Ohne den der Entwurf und Bau des Niva Resorts nicht denkbar wäre. XXV, Jahrestag der Gründung der Polnischen Volksrepublik. Okay. Hey, Oldtimer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Meine Liebe, der Sommer ist in vollem Gange. Das Resort ist zum Besten gefüllt. Und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit. Aber es ist eine gute Arbeit, ehrliche Arbeit. Mr. Rekowitz sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal, versprochen. F. Hope you don't mind if I pop your trunk. Not much here. This could come in handy. Ow! Shit! What the hell? Sollte eh niemand gehört haben mit der Hupe. Und überall diese Schmetterlingssymbole, ne? Weiter Horizonte, das Buran-Programm, das neue sowjetische Raumschiff steht kurz vor dem Start. Mobile Satellitentelefone, die Zukunft der Kommunikation. Weltweite Ausrottung der Pocken, die größte medizinische Errungenschaft unserer Zeit. Okay. Ja, bei der ersten Folge oder einfach bei einem Sneak Peek, da muss man schon eine Stunde ballern, damit man wenigstens ein bisschen vom Game gesehen hat. Weil alles andere kannst du halt nicht verwerten, kannst nichts machen so. Hier spielt der Ton verrückt, warum auch immer.
Ja, langsam bin ich durch, ne? Ich brauche trotzdem noch von irgendwoher irgendwas, wo ich draufstehen kann. Also ich hätte mir da schon lange irgendwas geholt und wäre schon lange über den Jordan. War klar. Ja, links bin ich jetzt komplett abgegangen. Was? Du bist 10 Kilometer gelaufen. What the fuck? Was sind das für Achievements? Aber wie gesagt, anscheinend habe ich hier alles aufgesammelt schon. Was soll ich mit dem Schraubenzieher? Ja, vielleicht finde ich noch was. Dann war es das hiermit. Jetzt gehen wir noch mal gucken. Entweder habe ich das jetzt gefunden beim Auto oder einfach komplett RIP. Okay. Man konnte es unten noch lesen. So began the great dumpster heist of 1999. Hm. Jetzt kann ich den da rausschieben. Und sobald ich drinne bin, starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Weil wenn ich weitermache, sollte das definitiv ein Schnellreise Checkpoint sein, so rum. Aber ich hoffe immer noch auf ein Gespräch mit diesem mysteriösen Typen. Mm.